jeder Mensch assoziiert im Inneren eine Vorstellung von einem Personal Trainer. Der Mann soll am besten muskulös sein, er soll das darstellen, was ich selber vielleicht nie erreichen werde oder was mir aber gefällt oder wo ich einfach sage, wow, der strahlt das aus, was ich haben möchte. Und daran liegt eigentlich die größte Hürde von den meisten Trainern meines Erachtens, was ich für Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht habe, dass viele viel zu wenig bei sich selber waren, viel zu wenig sich selbst gecoacht haben, viel zu selten selber am Sportplatz waren und in der Küche gestanden sind und haben gekocht und wollen das dann anderen Menschen weitergeben und das spürst du. Du wirst es spüren. Und dadurch wird man sich auch nicht so leicht auf dich einlassen, weil wenn wir ein Coaching-Programm für mehrere tausend Euro verkaufen, dann musst du das leben, dass der Kunde, dass der Funke überspringt.